Wir haben ein wichtiges Zwischenresultat erreicht auf diesem Weg zu einem geologischen Tiefenlager. Der Bundesrat hat gestern entschieden, dass die weitere Suche sich noch auf drei Gebiete fokussieren soll, nämlich auf Jura Ost, nördlich Lägern und Zürich Nordost. Wir haben Regionalkonferenzen eingesetzt und diese regionale Mitsprachepartizipation kam in Etappe 2 voll zum Tragen. Das war eine sehr intensive Zusammenarbeit. Die Region kann zwar nicht über die Geologie reden und über die Sicherheit bestimmen, aber sie konnte mitreden, wo sie diese Oberflächenanlage hinplatzieren möchte, also diesen Lagereingang. Und das war sehr herausfordernd. Die Regionalkonferenzen haben sich intensiv damit auseinandergesetzt und wir haben sie in diesem Prozess begleitet. Spannend, nie einfach, das ist klar. Es gab ein großes Informationsbedürfnis. Diese Mitsprache ist auch sehr aufwendig. Die NAGRA musste erklären, das ENSI musste erklären, das BFE musste erklären. Es musste eine Bewertungsmethodik erarbeitet werden und dann gab es natürlich viele Diskussionen innerhalb dieser Regionalkonferenzen. Diese Personen sind ja nicht einheitlicher Meinung, auch da gibt es Unterschiede. Und die mussten sich finden. Das geht sehr bald los. Die NAGRA wird im Frühling Varianten vorschlagen für die Platzierung der Oberflächeninfrastruktur, weil ein solches Lager braucht nicht nur einen Eingang, es braucht auch Lüftungsschächte und Betriebsschächte. Und je nachdem kann man die Aktivitäten zwischen diesen Arealen verteilen. Also wo soll der Bau laufen, wo der Betrieb? Und diese Varianten werden vorgeschlagen im Frühling und dann werden die Diskussionen starten in den Regionen und mit den Kantonen. Parallel dazu macht die NAGRA Bohrungen. Sie muss den Untergrund noch besser untersuchen und dann muss sie gemäß den Anforderungen des ENSI einen Vergleich machen, welches Gebiet eignet sich jetzt wirklich am besten. Und sie muss das dann nachweisen und aufgrund dessen bekannt geben, wo sie Rahmenbewilligungsgesuche erarbeiten will. Ich glaube, es sind zwar weniger Regionalkonferenzen, weil am Anfang waren ja 6 Regionalkonferenzen, jetzt sind es noch 3. Aber es wird natürlich allen Betroffenen klar, dass jetzt nur noch sie in Frage kommen und dass sie möglicherweise, dass dieses Lager zu ihnen kommt. Das heißt, das Interesse ist auch groß, an diesem Projekt mitzuarbeiten, es zu beeinflussen und die Interessen geltend zu machen, damit dann das möglichst wenig Auswirkungen hat auf die Oberfläche, auf die Umwelt, auf die Raumplanung, auf die Wirtschaft. Wenn alles nach Plan läuft, 2030 wird es soweit sein, dass der Bundesrat Rahmenbewilligungen genehmigen kann oder nicht. Aber wirklich nur, wenn alles wie am Schnürchen läuft. Und wir sind in einem sicherheitsgerichteten Verfahren. Das heißt, wenn Bohrungen oder Untersuchungen zeigen sollte, dass es noch weitere Untersuchungen braucht, dann muss man sich die Zeit dazu lassen.